Ja, hallo Freunde und willkommen zurück im dritten Teil von Vortex The Gateway, angeschaut mit eurem Funny. Ich bin hier immer noch unterwegs. Letztes Mal hatten wir die Materialien gefunden für die tragbaren Kristalle. Und heute bauen wir die mal. Achso, jetzt hat er die... Ah, er hat die gleich angelegt. Sehr schön. Jetzt sollen wir wohl höher sprengen können. Jump! Boah, geil. Yeah! Gut. Da tricksen wir voll die Schwerkraft mit aus. Why not, sag ich mal. Why not? Ein Kristall haben wir sogar noch. Was können wir noch damit machen? Können wir ja auch mal probieren. Hier vorne gab es noch irgendwo Bast. Der Tag hat ja gerade erst begonnen. Das heißt, wir können noch ein bisschen exploren. Nicht, dass uns hier am Tag keine Gefahr droht. Das habt ihr ja letztes Mal schon gesehen. Wunderbar. Jetzt haben wir einen neuen Speer. War dann hingesetzt auf die 4. Okay, das macht er quasi automatisch. Speer mit blauem Kristall. Der fliegt jetzt länger. Okay. Naja. Ob ich von diesen Sperren so überzeugt bin, das lasse ich mal dahingestellt sein. Oh, wir rennen noch viel schneller. Ob das auch diese Kristalle machen? Haben wir einen Geschwindigkeitsboost so richtig? Boah, cool. Ja, es ist hier fürs Fluchtverhalten in diesem Spiel natürlich sehr, sehr vorteilhaft, wenn man hier ein bisschen schneller wegkommt. Okay. Da höre ich ja schon wieder irgendwo ein Wildschwein. Da unten ist es. Was haben wir denn noch so in den Taschen? Wir können nicht viel tragen, ist das Problem. Wir haben noch Federn. Wir müssen uns mal noch ein paar Pfeile machen bei Gelegenheit. Und hiermit müssen wir uns auch mal beschäftigen. Was haben wir denn hier? Fans, ein Zaun. Ja, sehr cool. Okay, den kenne ich noch gar nicht. Hier ist ein Lizard-Skull. Aber das sind wahrscheinlich diese großen Viecher, die hier auf der Insel leben. So eine Art, ja, ziemlich mächtige, breite Ureinwohner. Gut, das will ich jetzt nur mal ausprobieren. Nein, okay. Hier ist eine Art kleine Höhle, da können wir nichts. Ja, bisher die Übergänge kommen manchmal ein bisschen plötzlich, aber ansonsten bisher sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Die Soundkulisse in diesem Spiel. Grafisch finde ich es auch gut, Schatteneffekte sind gut, also mir gefällt es bisher sehr gut. Ich persönlich habe es mir in diesem ganzen Black Friday-Wahnsinn dieser Woche da, wo alle Spiele nur ein Apfel und Ei gekostet haben, habe ich es mir gegönnt. Ah, okay, das mochte er nicht. Und bin bisher nicht enttäuscht. Es erinnert nach wie vor so ein bisschen an The Forest. Mit anderer Landschaft und anderer Geschichte. Und einem Drachen, der da hinten rumschwebt, so ganz klein, könnt ihr ihn sehen. Okay. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es diesen kleinen The Forest-Vergleich gibt. Oh, mein Geschwindigkeitsboost ist weg, schade. Ist das hier trotzdem sehr, sehr spannend. Und ich bin auch gespannt, was man hier noch so aufbauen kann. Im Singleplay könnt ihr das dann auch jederzeit abspeichern, sobald ihr das erste Haus habt. Ich werde gleich auch nochmal zwischenspeichern, einfach sicherheitshalber, damit hier nichts flöten geht. Momentan ist es nicht, oh, da breche ich mir doch wieder die Geräten. Ist es nicht mehrspielerfähig, also es ist wirklich ein reines Singleplayer-Game. Wenn ich das noch nicht erwähnt hatte. Bockt aber trotzdem schon. Und macht die Sache natürlich auch schwieriger. Okay. Home sweet home. Alter, da ist das Bambusrohr hingerollt, das vorhin weg war. Okay. So, hatte ich hier nicht noch rohes Fleisch? Doch. Warum will er das jetzt hier nicht aufspießen? Okay, wir speichern einmal zwischen. Die Lampe lassen wir noch aus. Mit dem Regal kann ich ja irgendwie so gar nichts anfangen, muss ich ja mal zugeben. Also ich habe zumindest keine Ahnung, wie man es benutzt. Gut. Mal ein paar Tasten ausprobiert, keine tut was. Okay, da unten die Blume ist nachgewachsen. War das nicht so eine Heilpflanze? Dann können wir uns gleich wieder aufpushen hier. Kein Platz im Inventar. Ja, das sind wir ja inzwischen gewöhnt. Darum würde ich ja auch so unglaublich gerne mal was da oben reinlegen. Aber wie ist die Frage, aber wie? Und ein bisschen weiter bauen möchte ich natürlich auch noch, dass wir uns hier nochmal ein paar Sachen angucken. Vielleicht machen wir das auch mal als erstes. Wir gucken mal nochmal, was es hier jetzt so an Befestigungen gibt. Erstmal gibt es einen einfachen Zaun. Den weiß ich auch, dass es eine Art Tor gibt. Okay, 10 Bambusstangen. Dann beginnen wir einfach mal mit dem Tor. Ah, okay. Ich vergesse immer wieder, ich musste auf diesen Hammer drücken, um es zu kriegen. Jetzt muss ich es noch passend drehen.
Okay. Schön ist anders, aber Hauptsache es funktioniert nachher. Ist ja auch alles nur mal ein Test. Mal ein paar Sachen angucken hier. Hallo. Auch das ist sehr schön gemacht, so dieser Einschlag, so ungleichmäßig. Da ist mir doch schon wieder eins flöten gegangen. Na egal. Finde ich wahrscheinlich gleich wieder. Ist hier schon Bambus nachgewachsen oder habe ich erst so ein paar abgefällt? Das muss ich auch im Auge behalten. Okay, ich meine, das Tor alleine bringt uns natürlich nichts. Wir bräuchten dann den ganzen Zaun. Das Spielchen kennt ihr ja von The Forest zum Beispiel. Ne, das Lager ist erst sicher, wenn es zu ist. Aber zumindest ist es ein Anfang. Aha, mit V mache ich es auf. Mit V mache ich es wohl auch wieder zu. Das Ding hier kann ich nicht mit V benutzen. Wo ist das Quietscheschweinchen? Ah, da. Okay, ist das andere eigentlich liegen geblieben? Nein, inzwischen ist es verschwunden. Das hat sich irgendwer geholt und aufgegessen wahrscheinlich. Ich war es nicht, wenn ich mich recht entsinne. Okay, was haben wir in der Tasche? Wir haben hier noch die Speere. Ich nehme jetzt meine Hand und gucke, ob wir die da irgendwie ablegen können. Ja, so. Das funktioniert ja erstmal grundlegend. Denn ich wollte mir ja ganz gerne noch Pfeile bauen. Okay, Wasser geht schon wieder runter. Ihr seht, also ich brauche bestimmt 2 von diesen Wasserfrüchten an einem Tag. Die ich nicht habe. Alles klar, jetzt sollten wir doch auch... Nein, das ist Speer. Wo sind die Federn? Da sind die Federn. So. Mach mir Pfeile, mein Freund. Nehmen wir mal den Bogen einmal in die Hand. So, es gibt keinerlei... Also ich kann jetzt nicht irgendwie zielen, ranzoomen oder so. Ich kann wirklich nichts, außer jetzt so damit rumwackeln. Von oben mag es noch halbwegs gehen, aber sobald man höher schießen will, also ist das schon ziemlich schwierig. Ich versuche mal, den Bambus zu treffen. Na, das war wohl nichts. Kann ich den Pfeil übrigens wieder... Kriege ich nicht wieder. Oh. Der ist ja geflogen. Okay, aber zumindest besitzen wir einen Bogen. Ist ja ein Anfang. Oh, 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 oh. Das hörte sich jetzt hier gerade anders an. War das wieder der Drache gewesen? Nein, ne? Oder doch? Doch, das war wieder der Drache. Ich glaube, der hat sich was geschnappt. Wir sollten vielleicht nicht da oben drauf rumstehen. Alter Dreckslappen da. Flieg. Okay. Im Moment gelten wir als versteckt. Geh aber hier lieber doch in die Büsche. Ja, in diesem Spiel soll man wirklich auch so ein bisschen versteckt agieren. Also sich auch mal überlegen, was man so tut. Hält gefährliche Raubtiere ab. Okay. Den finde ich ja irgendwie cooler. Ach, der ist angespitzt. Alles klar. Können wir jetzt hier mal neben unser Tor bauen und einfach mal gucken, ob es was hilft. So, Machete raus. Genau, was ich eigentlich noch machen wollte. Machete habe ich. Habe ich noch einen Stock über? Ja. Ich wollte doch mal diese Steinaxt bauen. Immer noch. Ich habe alle Materialien. So, jetzt gucken wir mal, ob er die automatisch auch ins Menü tut. Ich drücke hier mal gerade die Tasten wieder durch. Okay, auf den ersten Blick nicht. Dann tun wir das mal selbst und gucken, ob das Ding zum Bauen da ist. You can repair and demolition buildings. Okay. Zum Bauen ist es da. Gut. Was kann ich jetzt damit herstellen? Gute Frage. Nehmen wir meine Hand. Oh. Tja, irgendwie cool aus. Mal gucken, ob ich hier... Ne, kann ich nichts mitmachen. Ey. Das wollte ich nicht. Kann ich damit auch reparieren? Gut. Wir nehmen mal schnell wieder das Messerchen in der Hand.
Oh, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Fleisch braten, sehe ich gerade. So, du willst immer noch nicht wieder? Nein. Dann bauen wir uns halt was Neues. Wollen wir denn die Hähnchenbrust? Das sieht etwas anders aus. Können wir ja auch mal bauen. So, einfach hier mitnehmen. Dafür brauchen wir allerdings ein paar Stöckerchen. So, unser größtes Problem ist ja die geringe Kapazität, die wir tragen können. Schön ist, dass das Spiel uns alles anzeigt. Wir können so schnell keine Gegenstände verlieren. Optisch ist es natürlich sonst schöner, wenn das nicht ist. Aber der Einfachheit halber, um hier im Wald auch mal was wiederzufinden, ist es natürlich nicht verkehrt. So. Okay, Hähnchen am Spieß. Wunderbar. Dann haben wir ja auch noch ein Stück Fleisch hier. So, jetzt sind wir mal einfach daneben. Ja. Ihr hört es schon, das Dauerproblem. Die Ausdauer ist voll im Arsch. Du darfst jetzt braten. Gut. Neue Stöcker können wir schon auflegen, aber halt, klar, noch kein neues Fleisch. Was wir nicht haben, haben wir nicht. Gut, das ist schon wieder vorbereitet. Jetzt essen wir das Ding mal direkt. Raw Ribs. Achso, wir haben nochmal Rohrippe. Na gut. Wunderbar, das hat uns essenstechnisch erstmal richtig vorangebracht. Dann schnappen wir uns jetzt mal die rohe Rippe und machen das Feuer auch nochmal gleich fertig. Was fertig ist, ist fertig, sag ich mal. Gut. Uns hilft nichts, wir müssen die Frucht hier jetzt nehmen. Bevor wir uns die ganze Zeit hier die Ohren voll stöhnen. Gut, brauchen wir noch nicht anzünden. Jetzt wollte ich ja wenigstens noch diesen einen kleinen Zaun da fertig bauen. Hatte ich nicht schon einen Bambus angehackt? Ich dachte schon, aber... Ach ja, der Freund liegt hier auch noch rum. So. Sacken wir auch noch gerade ein. Gut, das geht hier relativ zügig, das ist gut. Aber es wird auch schon wieder Nacht. Wunderbar. Gut, so richtig werde ich mit diesem Regal nicht warm. Würde ich mal sagen, bevor es jetzt ganz finster ist, mal gucken. Wir können natürlich schon wieder fast nichts tragen. Blöder Hammer. Okay. Die dummen Knochen. Was brauchen wir denn dafür? Ah, okay. Ja. Okay, das stellen wir jetzt aber gerade nochmal hier irgendwo auf. Einfach mal so frei ins Gelände. Ach, war das mal ein angehackter? Och, ich hatte ja hinten ja noch welche. Na gut, ist egal. Okay. Die stellen sich erst auf, wenn die blöden Biester da durchrennen. Das habe ich mal in einem Video gesehen. Direkt auf Steam, wo ich mir das Spiel auch gekauft habe. Aber den Link und so, wisst ihr ja, schmeiße ich einmal unten in die Videobeschreibung. Was wollte ich sagen? Konnte man sich auch Videos zu dem Game angucken und da waren diese Fallen mit drin. Okay, ich laufe hier mal nochmal gerade ein bisschen rum. Einfach um zu gucken, ob wir hier noch wassertechnisch was machen können. Aber ich glaube, hier bin ich gekommen. Ganz am Anfang. Ich will natürlich in der Nacht nicht unterwegs sein, sondern erstmal lieber oben auf meinem Turm sitzen. Wenn wahrscheinlich, und ich gehe jetzt zumindest mal davon aus, dass in der Nacht wieder so ein UFO hier landen wird, so ein Alien-Raumschiff, das uns irgendwas abschmeißt. Und dann will ich natürlich nicht hier unten unterwegs sein. So, unsere nächste Fleischration und die nächsten Pfeile sind gesichert.
schnell dunkel hier. Guck mal da vorne, die Giftblume. Nee. Ach, eine Gesundheitsblume. Und ein Blatt. Achso, habe ich das sogar selbst hier abgeschmissen. Das könnte wohl so sein. Na? Okay, bisher kommen wir ja noch relativ gut über die Runden. Ja, da war die Kapsel. Ich erinnere mich. Ich hätte gern noch ein bisschen was zu trinken. Wasser, Aqua, Bier, Tee, ganz egal, Hauptsache flüssig. Okay, ich renne hier nachts in einer gefährlichen Umgebung wie blöd einfach durch den Wald. Okay, aber hier waren wir auch schon. Ich laufe nicht sehr sinnig gerade, befürchte ich. Denn da, wo ich schon war, bis auf diese eine Stelle, kann es ja kein Wasser geben. Da habe ich ja schon geguckt. Euch das mal an. Glück ist mit den Dummen, ne? Sagt man ja immer so schön. Gut, dass ich ein Dummer bin. Okay, ich muss irgendwas loswerden. Irgendwas. Pfeile natürlich nicht. Speer natürlich nicht. Was haben wir hier? Giftblume. Ja, auf die Giftblume pfeife ich jetzt. Ich habe sogar gleich 3 Stück von eingesteckt. Okay. Gut, wir haben was zu trinken, wir haben was zu essen. Jetzt mal schnell zurück ins Hüttchen. Denn wir wissen ja nicht, was diese Nacht kommt. Ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ist jetzt nicht nur ein dummer Spruch. Ich habe keinen blassen Schimmer, was uns hier erwartet. Ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich nicht genug vorbereitet habe. Okay. Und ich weiß, dass wir das Ding jetzt hier mal anzünden können. Ja, und solange noch nichts los ist akut, können wir natürlich auch noch ein bisschen bauen. Hier vorne ja noch so ein paar Dinger rumliegen hatte. Wird das Ganze ja fast so ein bisschen lagerähnlich hier. Habe ich die Speere aufgenommen. Na gut, wer weiß, wofür es gut ist in der Nacht da oben. Auch wenn ich mit den Dingern ja irgendwie nichts treffe. So, gleich noch einen hinterher. Kann mal das Beste hoffen. Also nicht, wie eng die hier gestrickt sein müssten, damit das was bringt. Kann ich nämlich einfach noch ein Zimmer, damit ich das hier nicht immer wieder machen muss. So, so versuchen wir es erstmal. Machetechen raus. Ah, hier vorne die Bambus, die waren noch weg. Die sind doch neu gewachsen. Okay, also wächst das hier anscheinend relativ schnell nach. Vielleicht immer, wenn wir die Zone so ein Stück verlassen. Ist mir aber auch recht. Ist mir ganz egal, wie es geht. Hauptsache es geht. Okay, da geht's wieder los. Nein, den anderen wollte ich doch noch. Scheint wieder so ziemlich die gleiche Stelle zu sein. Ja, Freunde, wenn ihr wissen wollt, was da diesmal auf uns zukommt und ob ich die Nacht überlebe, dann müsst ihr nächstes Mal wieder reinschauen. Wir machen noch eine mehr. Einmal mehr schauen wir noch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir ein Däumchen da, würde ich mich drüber freuen, über ein paar Kommentare und Tipps zu dem Spiel. Und ansonsten, Leute, haut rein und bis die Nächte.